Also ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum? Simon Gamer Bruder, warum? Hast du hier Kopfhörer drin? Hast du doch normalerweise nicht. Wo kommt denn das Ding her? Kann mir einer sagen, was heute vor 8 Jahren passiert ist? Heute vor 8 Jahren ist Deutschland Weltmeister geworden. Und das war eine wilde Zeit. Und ich wollte schon lange mal auf dieses Video reagieren. Und ich glaube, 8 Jahre danach können wir das heute erledigen, oder? Wo wart ihr heute vor 8 Jahren? Ich meine, da sind wir jetzt ganz froh, dass wir hier bei mir im Stream sind. Würde Elias das seine Community fragen? Die meisten zu dem Zeitpunkt halt noch nicht geboren. Ist auch alles in Ordnung. Jeder so wie... Ja, auch mal die Schüsse! Was denn, Großer, hä? Ja, was denn? Kommt davon, wenn euer Streamer seine Eier bei Insta liegt. Scheiße ist es. Ich habe vor acht Jahren, kurz meine Geschichte. Also ich muss dazu sagen, so wie ich aktuell aussehe, Bruder, also sehe ich so aus, als wäre ich vor 8 Jahren auch wirklich noch nicht gezeugt gewesen. Ganz wild, hier schön, Pubertätspickel, der Bart wurde weggemacht. Ich weiß auch nicht, Bruder, keine Ahnung. Seiten nicht richtig auf Null. Also in meiner Prime bin ich hier tatsächlich gerade optisch auch nicht, aber es ist in Ordnung. Ich habe Public Viewing in Dortmund gemacht. Public Viewing in Dortmund, war damals zarte 16 Jahre alt und habe mich nicht besoffen. Ich habe nur 3 Bier getrunken und das hat gereicht. Oh, Chat, ich weiß noch, 2014, muss dazu sagen, da war ich noch ein bisschen... Da war ich auch optisch nicht in meiner Prime, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und sagen wir es mal so, in die Höhe ging nicht viel, in die Breite eher mehr. Also ich war wirklich fett. Ich war fett. So, ich war fett. Mit 16 war ich dick. Und Public Viewing mit Verlängerung heißt 120 Minuten stehen. Und heilige Scheiße, als jemand, der zu dem Zeitpunkt wirklich nur zu Hause gesessen hat, Minecraft, Call of Duty und FIFA gesuchtet hat. Bruder. Ich stand bei dem Public Viewing und mein Rücken ist durchgeknickt. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich musste mich zwischenzeitlich in der Verlängerung auch einfach mal hinsetzen. Ganz kurz einfach mal hinsetzen, weil wirklich mein Rücken hat nicht mitgespielt. Aber war ein super Ding. Das war auch so ein Zeitpunkt, da haben alle immer zu mir, also da hatte ich einen Spitznamen. Und zwar wurde ich Fett Götze genannt. Kein Scheiß. Ich hatte so einen Zeitpunkt, da sah ich so ein bisschen aus wie Götze in Fett. Und war tatsächlich dann auch lustigerweise an dem Tag so, als ich mir mit meinen zarten 16 Jahren Bier am Bierstand geholt hat, hat mich eine Frau, die das Bier verkauft hat, hat gesagt, ich sehe ein bisschen aus wie Mario Götze. Und ich habe dann halt so leicht angetrunken schon gesagt, ja, nur ein Fett, ne? Und sie so, ja. War eine kleine Pummelfee, war nice. Schmankerl aus meinem Leben, ich hoffe, der hat euch gefallen, wir gehen rein. Hat er natürlich dann auch der Mario, aka ich, genau, dann da das Tor gemacht, ne? Digga, das ist 8 Jahre her. 8 Jahre her, überlegt mal. Vor 8 Jahren haben Schweinsteiger, Lahm noch gespielt, Khedira, Mario Götze war einfach noch ein junges Talent, der gerade ein Jahr bei Bayern gespielt hat. Das musst du mir ausdenken. Kevin Großkreuz, Roman Weidenfeller und Erik Durm waren Nationalspieler. Miroslav Klose war noch am Start. Und einfach Spieler wie Toni Kroos, Thomas Müller, die waren einfach noch jung. Und. Der glorreiche FC Schalke 04 hat 2 Spieler mit zu diesem Turnier geschickt, die Weltmeister geworden sind. Ich wollte schon die Häuser nicht sagen. Julian Draxler und Benedikt Höwedes. Geil. Benedikt Höwedes, übrigens, habe ich wahrscheinlich auch die Schalke-Brille auf, underrated WM 2014 gespielt. Der hat jedes Spiel über 90 Minuten gemacht. Höwedes, damals Linksverteidiger, war Birdwild. Rein da. Warte, Chat, wer singt's mit? Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Okay, weiter weiß ich nicht. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Da, 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 da. Ja, weiter. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Da, 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 da. Ja. Okay, gehen wir rein. Wieso ist denn das so leise? Wo ist denn das? Irgendwie dachte ich gerade, das ist das Intro-Video von Leon Mascher. Aber sie will nach Copacabana. Okay, ernst, es geht um die WM. Ruhig.
Ich habe vor, das kommt jetzt einfach. Richtig random. Bodenlos. Nee. Boden. Direkt einen wegfronten. Direkt einen wegfronten. Bodenlos. Also weiß ich nicht, Bruder. Du hast jahrelang, jeden Tag im Jahr die Möglichkeit, ein scheiß Bayern-Trikot zu tragen. WM Public Viewing Bayern-Trikot? Weiß ich nicht. Dann noch erste Reihe, direkt nach Hause gehen. Fipsi! Die Mission, vierter WM-Titel beginnt. Deutschland in Weiß, von rechts nach links. Portugal war das erste, ne? Müller, Götze, er will sich zum Schuss drehen und wird gehalten! Elfmeter für Deutschland! Da ist er, unser Mauler. Geil! Für Deutschland, 12. Minute! Und Hummels! 2:0! Mats Hummels macht es! Digga, Hummels und Boateng in dem Turnier auch wirklich so geistkrank gewesen. Heilige Mutter Maria, waren die krass. Genauso sollte das nicht vorkommen. Nicht provozieren lassen, Müller gegen Pepe. War da nicht irgendwas, dass er dem in die Schuhe gepisst hat oder so? Was war da nochmal? Also Pepe zu der Zeit wirklich, weiß nicht, war der 2014 noch bei Real Madrid? Ich glaube, ne? Oder war der da schon weg? Aber Pepe da auch wirklich, da wilde Zeit gehabt. Der gerne mal ausrastet und er kriegt Rot! Groß. Alves und die Chance! So ein Müller-Tor, so ein Müller-Tor. So ein Maulertor. Weidenfeller applaudiert. Platz für Schürrle. Ah, den hat er schon. Ja! 4:0 durch Müller. Thomas Müller. Einfach Hattrick, ne? Sein drittes Tor. Geistkrank. Wow. Und jetzt ist es eine Einmal. Cristiano Ronaldo in allen Ehren, aber das war geil. Mauer. Stehen raus, Philipp Lahm, Ronaldo. Und genau da landet der Ball. Ja. Und schon vorher pfeift der Schiri ab. Deutschland gewinnt 4:0 gegen Portugal. Weidenfeller auch nur da, weil die drei Torhüter brauchten. Bruder, ich sag's dir als Schalke-Fan, Roman Weidenfeller in den Klopp-Jahren und noch die ein, zwei Jahre danach, der ist Real Talk underrated gewesen. Also, ohne Scheiß, sag ich dir als Schalke-Fan, Weidenfeller, Bruder, voll die Berechtigung gehabt, da mitzufahren. Der war krass zu der Zeit. Der war auch krass, als die Meister geworden sind, 2011 und 2012. Also, sag ich dir so, wie es ist. Das ist ein Riesenauftakt. Oh, zu. Dieses Spiel ist mehr als Boateng gegen Boateng für Jogi Löw. Ajo. Das wichtige zweite Spiel. Soll jetzt Geschwindigkeit bringen. Flank ist gut, das ist das. Mann, Bruder, eins in den Chat, aber es fuckt ab, dass du weißt, dass eigentlich gerade eine scheiß Weltmeisterschaft stattfinden sollte. Und jetzt sitzen wir hier, reacten auf das Ding. Und die WM dieses Jahr ist einfach im Winter. Krieg schon wieder Abfuck. Bruder, ich trigger durch. Nutzt das Momentum, Thomas Müller. Einfach, ich habe ein Tor gemacht. Soll ich euch übrigens was ganz Vogelwildes zeigen? Ich zeige euch was ganz Vogelwildes. Ich habe ein bisschen FIFA Manager gespielt aus Langeweile gestern, ne? Ich habe Arnes was geschickt. Deutschland, Weltmeister geworden. Top-Torjäger. Asensio mit 9 Hütten. Einfach Prime Asensio. Haut die Murmel 9 mal rein. Müller bedient ihn. Nein, er ist drin. Dene, AC Mailand. Krass. Das ist das Zuspiel von Lahm, aber das ist die Chance für Giancarlo Zeitz. Ah. So cool. Feier ich bei den afrikanischen Mannschaften immer so krass, wenn die tanzen. Fühle ich. Jogi Löw hat ja von Spezialkräften gesprochen, die er braucht.
verschiedene Situationen. Wann, wenn ich jetzt, bräuchte einen Miroslav Klose. Toni Kroos. Mertesacker, der ist drin. Tor für Deutschland. Klose hat's gemacht. Da ist der Rekord. Super Salto. Und Miro Klose fliegt heran. Lol. Ich habe gerade nach Ayer gefragt und manche haben Dene von AC Mailand wegen Kier reingeschrieben. Ayer ist von Bradford. Okay, gut. Da ist alles gut. USA gegen Deutschland. Am letzten Gruppenspieltag geht es für beide um die Eintrittskarten ins Achtelfinale. Vorsicht, Deutschland. Graham Souzy! Doch, doch eine Chance. Bedoya! Oh, oh, ja. Oh! Boah, da macht er die Faust! Nach seiner Grätsche. Jetzt ist Acker. Nachschuss von Müller. Aus dem Stegreif. Das 1:0 geil für Deutschland. Das Spiel ist vorbei. Achtelfinale ist gebucht. Kein Mehrwert, Klinsy. Kein Mehrwert. Muss den Mehrwert steigern. Tim Howard, so eine Legende. Fun Fact: Tim Howard hat bei der WM 2014, meine ich, es ist weird, an was für Sachen man sich erinnert, damals in FIFA 14 als der erste Torwart überhaupt eine Man-of-the-Match-Karte bekommen in FIFA, obwohl sein Team verloren hat. Fun Fact. Frag mich nicht, warum ich das weiß. Auftritt Nummer 4 der deutschen Nationalelf nominell. Und das ist krass. Zweiter Fun Fact, das finde ich halt immer so geil, was du dir manchmal für random Sachen merkst. Ja, okay, das, was ich jetzt dazu erzähle, das ist nicht so random, weil da erinnert man sich dran. Aber Deutschland gegen Algerien. Deutschland war ja in der Gruppenphase wirklich gut. Und ich muss dazu sagen, ich habe die Algerier ein bisschen unterschätzt und ich war ein bisschen abgehoben. Vor dem Spiel, genau an dem Tag, sind wir umgezogen. Damals mit meinen Eltern zusammen in deren neues Haus, 2014. Bruder, das ist auch geistkrank, das ist 8 Jahre her. Seitdem bin ich einfach nochmal umgezogen und wohne zu meinem eigenen Haus. Wild, wenn man das so realisiert, aber egal. Jedenfalls sind wir an dem Tag umgezogen und ich habe abends, ich dachte mir, ich gucke das Spiel und nebenbei räume ich so mein Zimmer ein, stell schon mal so ein paar Regale auf, baue schon mal so ein paar Sachen auf, weil ich dachte mir halt so, ja, das packen wir eh, das wird ein easy Spiel. Ende vom Lied war, ich habe gar nichts gemacht und einfach nur dieses Spiel geguckt und dabei einen Herzinfarkt gekriegt. Geisteskrank. Aber ein durchaus gefährlicher, so lassen es die bisherigen Beobachtungen vermuten. Unterschätzen verboten. Ja. Und der Konter kommt und Neuer muss raus. Geisteskrank. Klasse gemacht, man darf ihn nur nicht in ein Laufduell zwingen, Neuer muss raus. Was muss er heute für ein Spiel machen, ein ganz besonderes. Achtung, Neuer muss wieder raus. Kopfballabwehr des Bayern-Torhüters. Im Moment weiß der eine nicht, was der andere tut. Unerklärliche 35 Minuten von einer chaotischen deutschen Abwehr. Ja, unsicher, das Mittelfeld planlos. Die Freistoßtaktik wird mir hinfallen. Konter der Algerier. So krass, ne? Einfach wirklich Torwartspiel revolutioniert. Einfach Deutschland 12 Feldspieler gehabt. Und haben schön gespielt. Also, legendär. Legendär. Die letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was. Die haben das hier uns richtig schwer gemacht über 120 Minuten. Schweinsteiger, Lahm. Riesenschuss. Deutschland muss gegen Algerien in die Verlängerung zum ersten Mal seit dem Halbfinale im eigenen Land, seit dem Halbfinale 2006 gegen Italien. Ach du Scheiße, Digga. Okay, der Fakt, dass die WM 2006 und die WM 2014 genauso lange auseinander ist wie die WM 2014 und der aktuelle Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden, der Fuck gibt mir gar nicht voll den Rest. Bruder, Hilfe! Scheiße, wie lange ist denn 2014 schon her? Hilfe. Müller. Müller. Und Tor! Tor, das ist... Hat er den eigentlich Müller mit der Hacke...
Also das war unterm Radar ein geiles Tor von Schüle, oder? Jetzt mal im Ernst. Wenn er den so machen wollte, war es überkrass. War Glück. Egal. Geiles Tor. André Schürrle mit dem 1:0. Rüber zu Özil, wieder zu Schürrle und 2:0. Das war, Bruder, aber das ist auch so typischer Özil, ne? Real Talk. Ja, okay, ne. Ich wollte gerade den dafür fronten, dass er da nicht geschossen hat, aber hat der Keeper schon gut gemacht. Ja, ne, alles gut. Alles gut. Ich wollte gerade Özil dafür fronten, dass er da nicht schießt, aber ist schon okay. Wieder zu Schürrle und 2:0. Ich werde sowieso nichts Negatives sagen, Digga. Wir sind Weltmeister geworden. Scheiß drauf. Wir sind Weltmeister. Ich sage dir gar nichts. Noch einmal ein Versuch. Und 2:1. Großes Drama in Porto Alegre. Legen wir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Das ist mir völlig wurscht. Wir sind jetzt in den letzten 8 und das zählt. Da wird durchgeatmet. Oh, herzlich willkommen, wir sind im Brasiliens Heiligtum. Wir sehen einen Klassiker. Wir freuen uns auf Frankreich gegen Deutschland, so heißt es offiziell, auf das Viertelfinale. Oh ja. Da war Neuer auch so krass, ne? Hummels wieder. Und er sucht Hummels. Und da ist er. Also ohne Scheiß, ich bleib dabei, dass in dem Jahr Thiago Silva im Team of the Year stand und nicht Hummels oder Boateng, ist eine geisteskranke Frechheit. Eine geisteskranke Frechheit. Mats Hummels, Deutschland führt in Rio. Für Benzema, Benzema. Überragend, Mats Hummels. Schürrle, Schürrle, Loris, die Riesenchance zur Entscheidung. Doppelpass mit Benzema, Karim Benzema, Neuer. Das ist so krass. Was macht die krass? Mit einer Hand hier. Das ist so krass, Digga. Das ist so krass. Deutschland steht unter den besten 4 Teams der Welt. Habe ich gerade Thiago Silva gesagt? Ich meinte eigentlich David Luiz. Aber ich fand es wild, dass beide reingekommen sind. Also Sergio Ramos 2014, brauchen wir nicht drüber reden, der war verdient im Toti. Der hat alleine in der Champions League irgendwie 5-mal in der 95. Minute das Tor gemacht. Aber ein deutscher Innenverteidiger hätte drin sein müssen. Safe. Ich bin mir sicher, dass wir das Halbfinale gewinnen. Und ich werde dabei zusehen. Stimmt, ja. Das war so ein Neckbreaker für Brasilien, als er sich da verletzt hat. Alles zusammen, wir feiern so lange, bis wir in Rio sind, Leute. Tut mir leid. Mann, Jogi Löw, du bist krass, ich habe übel Respekt vor dir. Aber wenn der eine Kabinenansprache hält, weiß ich nicht, Digga. Ich kann's nicht. Alles zusammen, wir feiern so lange, bis wir in Rio sind, Leute. Es ist das Treffen der 8 Sterne. Im Belo Horizonte. 5-maliger Weltmeister gegen den 3-maligen Weltmeister. 2 ganz große des Weltfußballs. Noch ist die Stimmung so. Digga, die brasilianische Nationalmannschaft hat mir so leid getan. Die hatten so Stress, die hatten so Druck, ne? Und man hat's gemerkt. Ecke kommt. Spiel entschieden. Mit dem Ballkontakt wurde das Spiel entschieden. Real Talk. Spiel entschieden. Nach dem Ballkontakt war vorbei. Tor! 1:0 für Deutschland! 5. Tor von Tor! Geisteskrank! Wieder nach einer Standardsituation! Groß! Und da ist die Möglichkeit für Klose! Und nochmal für Klose! Und 2:0! Rekordtorschütze! Rekordtorschütze! Und einfach R9 hat es im brasilianischen Fernsehen kommentiert. Können wir bitte darüber reden, was für einen beschissenen Tag R9 hatte? R9 hat, glaube ich, fürs brasilianische Fernsehen das Ding kommentiert. Seine Nation verliert 0-7 und sein Rekord wird gebrochen. F in den Chat für R9. Ganz dickes F. Brasilien ist schwindelig gespielt durch einen 36-jährigen...
7-1, 7-1, sorry. Ich möchte das Tor von Oskar nicht unterbreiten. War ein gutes Tor, Oskar. Alles gut. Ich muss doch mal kurz was Lobendes über Manuel Neuer sagen. Ihr wisst ja, wenn Manuel Neuer, ich liebe den Typ über alles. Oskar, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat das zwischenzeitliche 1-5 oder 1-6 gemacht. Oder war das 1-7? Ich weiß nicht. Und also allen war zu dem Zeitpunkt, wo er das Tor gemacht hat, war halt allen klar, oder war sogar 1-7. War eh allen klar, Deutschland ist eh im Halbfinale, alles gut. Und Manuel Neuer hat sich über dieses Gegentor so krass aufgeregt, dass er nicht zu 0 gespielt hat. Ich liebe Manuel Neuer, alleine für diesen Spirit. Geil. Stürmer, Ronaldo ist abgelöst. Lahm. Müller lässt durch, Kroos. Müller lässt durch. Also weiß ich nicht, ich halte ja viel von Müller. Ich will hier nicht kritisieren. Aber ob der den durchgelassen hat oder einfach über die Pille getreten ist, weiß ich nicht. Der ist einfach daneben getreten, oder? Alles durch, Kroos! Ja. Safe. Was ist denn hier los? 3-0. Es ist unglaublich. Kroos nimmt Fernandinho den Ball weg. Kein Scheiß. Das Tor und das nächste habe ich verpasst. Ich bin nach dem 0-3 Bier holen gegangen, weil ich nicht wusste, was da gerade für eine krasse Scheiße passiert. Und habe ich einfach die nächsten beiden Tore verpasst, weil ich 2 Minuten oder 3 Minuten im Keller Bier holen war. Kein Scheiß. Geisteskrank. Es ist eine Demütigung. Brasilien taumelt. Wir sind noch erst in der 29. Minute. Khedira. Özil. Wieder Khedira. Wahnsinn. Wahnsinn. Digga, und ich komme hoch und sehe auf einmal das und denke mir, was geht ab? Was geht denn hier ab? ZDF war noch im Replay. Genau. Genau. Da ist ein OG dabei. Wir dachten nämlich auch alle Replay. Und dann komme ich hoch mit 12 Biers in der Hand. Hör nur unten, als ich am Kühlschrank bin. 4-0. Oh mein Gott, 4-0. Komm hoch. ZDF noch im Replay. 5-0. Ich denke mir, was geht denn jetzt ab? Deutschland, Brasilien, 5-0. Der hat mir so leid getan, der kleine Junge. Der hat mir so leid getan. Der Arme. Es ist der 8. Juli 2014. Ja. Kein Abseits, Paulinho! Paulinho! Auch geisteskrank, underrated Doppelparade übrigens. Zweite Parade, Weltklasse. Und das halbe Dutzend ist voll, das ist André Schürrle. Bruder, André Schürrle unterm Radar eigentlich auch eine geisteskranke WM gespielt, ne? Weil der macht ja jetzt gleich noch eine Bude, hat eine gegen Algerien gemacht. Hat das die Vorlage im Finale gemacht? Macht er gut. Die Vorbereitungen auf die große Party. Und das Tor hier ist geisteskrank. Schürrle. Was ist das denn? 7-0. 7-0. Doppeltorschütze nach seiner Einwechslung. Es gibt Tage, da kann man bestimmte Dinge einfach nicht mehr erklären. Schöner Pass zu Özil zum Endschalker. Millimeter. Fehlen da zu dem 8-0. Oskar. Jetzt vielleicht. Ja. 7-1. Und das Spiel ist beendet. Deutschland ist das im Finale. Krass, ja. Der WM 2014. Aber ohne Scheiß, wie die deutsche Nationalmannschaft sich nach diesem Sieg verhalten hat, war so cool. Die waren so demütig. Ohne Scheiß. Die hätten jeden Grund gehabt, irgendwie abgehoben oder so zu sein. Aber die waren danach einfach so demütig und so bodenständig, dass einfach, Real Talk, alle Brasilianer im Finale für Deutschland waren. Das war so krass. Das hat man heute gesehen, dass nach dem 1-0 die ganze brasilianische Mannschaft völlig in sich zusammengefallen ist. Und das hängt nicht nur mit dem Fehlen von Oli Kahn übrigens, guter TV-Experte, so sein. Zusammen, sondern sie hatten auch überhaupt keine Mittel. Sie haben taktisch alles falsch gemacht. Deutschland fiebert dem WM-Finale entgegen. Noch knapp eine Stunde, dann ist in Rio de Janeiro Anstoß der Partie gegen Argentinien. Hunderttausende strömten auf die Fanmeilen, wie hier in Berlin. Immer noch schlägt die Begeisterung nach dem 7-1-Sieg über Brasilien. Das ist einfach Game of Thrones-Musik im Hintergrund. Brasilien im Halbfinale hohe Wellen.
Juhu! Lol. Das ist natürlich irgendwie das Allerschönste, oder? Was man sich vorstellen kann, Rio, Maracanã, Finale zu spielen in Brasilien, in dem Fußballland schlechthin. Oder? Das ist eine extrem, extrem defensiv ausgerichtete Mannschaft, wo die deutsche Mannschaft auch sehr, sehr viel Geduld haben muss. Und natürlich geht es darum, irgendwo einen Spieler wie nicht aus Game of Messi Thrones auszuschalten, wenn man denn das überhaupt... Aber es hört sich ähnlich an irgendwie. Hat sich ähnlich angehört. Ist von Rush, okay. Das quälende Warten hat ein Ende. Tage, Stunden, wir haben sie runtergezählt. Jetzt hier im Maracanã. Das erste wirkliche Finale. Oh nein! Higuain! Wieder beim Thema waren. Higuain zu dem Zeitpunkt übel krass gewesen. Läuft in einem WM-Finale frei auf Neuer zu. Angst. Manuel Neuer. Und ja, ich hole mich jeden Tag einen auf ihn runter, weil er einfach der beste Torwart aller Zeiten ist. Angst. Oh nein! Angst! Angst! Higuain! Es ist Angst! Was war das denn für ein Kopfball von Toni Kroos? Hat er super gemacht. Lavezzi! Das ist das 1 zum Abseits! Abseits! Das ist Abseits! Das ist unzählig! Higuain ist im Abseits! Oh, da war ich schon so gebrochen, ne? Da war ich schon so gebrochen. Boah. WM-Finale und Deutschland. Dem ging es gar nicht gut. Offensiv um. Bringt Andreas Schürrle. Dem geht's gar nicht gut. Da ist Höberles! Digga, imagine Benedikt Höwedes hätte das. Bruder, wie geil. Stell mal einfach Höwedes wäre der WM. Also das. Hätte mir halt Schalke-Fan den Rest gegeben. Wer ist da? Müller! Schöne Rückraum! Ganz stark gespielt! Messi! Und Schöne! Oh, Neuer kommt! Bis heute, die Argentinier haben eine andere Meinung. Für mich ganz klar Ball gespielt. Higuain muss ja nicht dahin laufen, wo Manuel Neuers Knie geht. Higuain wieder Angst gekriegt. Neuer bester Torwart aller Zeiten. Was denn? Nur Ball. Und Chile! Oh, Neuer kommt! Boah, fuck, Digga. I prefer not to speak. Die Deutschlandbrille sagt, lauf da nicht hin, dann hast du keine Probleme. Wäre ich Argentinier, Manuel Neuer, Staatsfeind. Und jetzt heißt es Luftholen. Ein atemberaubendes Spiel. Ganz starke Bilder. Jerome Boateng hat er auch diesen Ball. Messi kommt, Hummels. Ja, Hummels, Boateng, gib mir die beiden in ihrer Prime. Was ist hier denn los? Aber das ist Wille, das ist Leidenschaft, das ist das, was alle sehen wollen. Legende, in diesem Spiel zur Legende gemacht. Legende. Hummels, vertan, und Neuer muss kommen und Boateng ist da. Oh. Alles gut. Palacio. Palacio, bester Mann an alle Star Wars Fans. Vor 3 Jahren war ich im Trainingslager in Mittersill. Schalke 04 hatte ein Testspiel gegen eine italienische Mannschaft, wo Palacio da damals gezockt hat. Der Bruder hat einfach einen Jünglingzopf, so einen Padawan-Zopf. Geil. Einfach glatt so einen Padawan-Zopf. Fühle ich. Zeit sich zu verabschieden, vielleicht für alle Zeiten, für Miro Klose. Es kommt kein weiteres Tor dazu. Er geht als Rekordtorschütze der WM-Geschichte. Hey, Mario. Ich kann den Akzent nicht mal nachmachen von Scheik der Walterschub. Ich kann es nicht nachmachen. Hey, ich mache es nicht scringe. Zeig der Welt einfach, dass du besser als Messi bist. Yalla. Mach's, Mario. Mach's. Mach es, Mario! Mach es!
Wer erlöst Deutschland in diesem Finale? Schürrle. Der kommt an. Mari! Mario Götze! Geisteskrank, Junge! Moin, Marcel, was geht? Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal. Jetzt ist es verbracht. Ja! Ja! Und nochmal ja! Deutschland ist zurück im Fußballhimmel. Weltmeister, der erste Weltmeister aus Europa auf südamerikanischem Boden. Krank. Was eine Legendentruppe. Hochachtung von dieser Mannschaft. Gänsehaut. Gänsehaut. Dritter waren sie schon zu oft. Die deutsche Mannschaft. So gehen die Gauchos. Die Gauchos, die gehen so. Das beste Video von dieser Feier ist, wo Julian Draxler Großkreuz rückt den Döner raus anstimmt. Beste. Der Weltmeister 2014. So gehen die Deutschen, die gehen so. Geil. Ein Hoch auf uns. Geil. Helene Fischer einfach. Willkommen zu Wondershare Filmora, der unkomplizierten Videobearbeitungssoftware. Was, Bruder? Ich habe ihn übrigens darauf angesprochen, ich habe ihn gefragt, ne? Als ich letztens bei ihm war, Julia meinte, der hat so einen Tee gehabt. Bodenlos. So einen Tee gehabt. Die Sonne hat geknallt, du bist Weltmeister. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 Bier, komplett einen Tee gehabt. Ich liebe das Team. Ich auch. Guck dir mal bitte an, wie voll Neuer und Draxler sind. Scheiße, haben die einen Tee. Die Nummer 1! Die Nummer 1! Aber ey, Manuel Neuer, früher Schalke Nordkurve gewesen, der weiß, wie das geht. Kana. Hingucken, so. Guck dir den besoffenen Menschen an. Geil. Du Wichser! Ach, geile Zeit. Geile Zeit. Haben die einen im Tee gehabt? Die haben wirklich einen im Tee gehabt. So, wir gehen rein in Karriere. Gib mir eine Sekunde, ich muss kurz umstellen.